Im letzten Monat ist es wieder durch die Medien gegangen. In Deutschland gibt es keine Chancengleichheit. Wir werden in diesem Video länger besprechen, warum das genau so ist. Aber wer nach wie vor glaubt, dass Schweiß und Wille die einzigen Dinge sind, die einen erfolgreich machen im Leben, der schließt seine Augen einfach vor den Fakten. Wer in der Bildung und im Leben danach vorankommen möchte, der bringt bestimmte Voraussetzungen mit sich. Aber das sind keine Voraussetzungen, die man selbst beeinflussen kann. In Deutschland ist es nämlich so, dass die Herkunft alles bestimmt. Und Herkunft ist ein sehr großes Wort. Und deswegen unterteilen wir das in zwei unterschiedliche Dinge. Einmal in die soziale Herkunft und das ist zum Beispiel der Bildungsstand der Eltern. Also ob die Eltern studiert haben, ob ein Elternteil studiert hat und so weiter. Das ist nicht der einzige Faktor, an dem wir alles bemessen sollten, denn es ist auch super wichtig zu betrachten, wie viel verdienen denn die Eltern. Über den Bildungsstand kann man nämlich kulturelles Kapital erlangen, also den Habitus, der zu einem Akademiker gehört. Aber ob sie viel verdienen, also ob man ökonomisches Kapital hat, ist natürlich genauso wichtig. Der zweite Faktor, was Herkunft angeht, ist natürlich die ethnische Herkunft. Und das messen wir ganz klassisch über Staatsbürgerschaft bzw. Migrationshintergrund einer Person. Ein Migrationshintergrund ist, wenn die Person selbst oder mindestens ein Elternteil nicht die deutsche Nationalität hat und nach Deutschland gekommen ist. Beide Formen der Herkunft sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Faktoren im Bildungssystem. Aber der allerwichtigste Faktor ist tatsächlich die soziale Herkunft. Wir kennen, glaube ich, alle diesen klassischen Bildungstrichter, wo man sieht, okay, Akademikerkinder, Arbeiterkinder und man einfach sieht, wie klein alles wird, wenn es sich um Akademikerkinder dreht. Aber was tatsächlich viel, viel wichtiger ist, wenn man den allgemeinen Bildungsstand der Eltern anschaut. Also quasi nicht nur einen Hochschulabschluss, sondern einen berufsbildenden Abschluss. Also haben beide Eltern eine Ausbildung, haben sie ein Abitur und so weiter. Wenn man sich nämlich das genau anschaut, dann wird das ganze Bild nochmal drastischer. In diesem Schaubild sieht man die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Bildungsherkunft. Das heißt, in 6% der Bevölkerung haben beide Elternteile keinen beruflichen Abschluss in diesem Schaubild links. Und die Beteiligung der jeweiligen Kinder mit den entsprechenden Eltern ist in der Mitte angezeigt. Das heißt, von Kindern, deren Eltern beide keinen beruflichen Abschluss haben, machen 12% an der Hochschule mit, während Akademikerkinder zu 79% an der Hochschule beteiligt sind. Und das Ganze zeigt ein deutlich drastischeres Bild. Wenn wir nämlich nur Akademikerkinder und Arbeiterkinder vergleichen, dann sagt das, dass 79% von Akademikerkindern auch an der Hochschule landen, während nur 21% von Arbeiterkindern an der Hochschule landen. Wenn wir uns aber dieses Schaubild anschauen, dann sehen wir, dass wir von 79 zu 21 auf 79 zu 48 zu 24 zu 12 gegangen sind. Das heißt, je weniger die Eltern gebildet sind, desto schwieriger wird es für die Kinder, tatsächlich an eine Hochschule zu gehen. Und das bezieht sich ja nur auf die StudienanfängerInnen. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass Akademikerkinder ihr Studium auch weniger häufig abbrechen und Arbeiterkinder bzw. Menschen mit einer geringen sozialen Herkunft deutlich häufiger ihr Studium abbrechen. Das heißt, von denen, die es tatsächlich an die Hochschule schaffen, das heißt nicht, dass sie es dann auch zwingend tatsächlich zu Ende bringen. Migrationshintergrund spielt hier natürlich auch eine Rolle. Das ist super, super wichtig. Aber wenn man bei Kindern mit Migrationshintergrund auch nach Bildungsstand filtert, dann sieht man genau das gleiche Muster. Das bedeutet, ein Kind, das einen Migrationshintergrund hat, wo die Eltern keinen beruflichen Abschluss haben, geht eher nicht an die Uni im Vergleich zu einem Kind, das einen Migrationshintergrund hat, wo die Eltern einen berufsbildenden Abschluss haben. Das heißt, wir sehen das gleiche Muster. Das Ding ist nur eben, dass es häufig so ist, dass Personen mit Migrationshintergrund nach Deutschland kommen und meistens nicht so einen guten beruflichen Abschluss haben. Was natürlich Sinn macht, denn große Einwanderungswellen in Deutschland sind hauptsächlich Einwanderungswellen von GastarbeiterInnen. Und die haben ja zum größten Teil keinen beruflichen Abschluss. Das heißt, Migrationshintergrund spielt durchaus eine Rolle. Wenn man allerdings hier wiederum nach sozialer Herkunft und Bildungsstand filtert, dann sieht man genau das gleiche Muster. Ob man es tatsächlich an einer Universität packt, da greift ein Integrationsmodell von Tinto, was ich in einem anderen Video schon mal erwähnt habe. Hier wird als Erfolgsfaktor an der Universität eben gesagt, dass hauptsächlich die Integration in das soziale und das akademische System wichtig ist. Das akademische System wird hier als Kontakt und Austauschen mit Lehrenden gesehen und das soziale System ist Austausch und Kontakt mit KommilitonInnen. Das heißt, je besser man integriert ist in beide dieser Dinge, desto eher schafft man sein Studium auch. Und wenn man eben aus einer sozialen Schicht kommt, wo man überhaupt nicht auf diese Umgebung vorbereitet ist, weder auf den akademischen Habitus, also wie man da Freunde findet und wie man sich verhält, noch auf die Arbeitsbelastung, die tatsächlich an der Uni kommt, dann wird das Ganze ziemlich schwierig. Das Ganze macht es also noch schwieriger, sich zu integrieren und das bedeutet natürlich, dass es noch schwieriger macht und viel mehr Hürden beim Lernen und so weiter gibt.
Das begünstigt dann wiederum, dass Studierende aus sozial schwachen Umgebungen tatsächlich das Studium abbrechen und eben nicht zu Ende bringen. Und ich habe eine wunderschöne Abbildung von Mr. Wissen2Go auf Instagram gefunden, die das Ganze nochmal drastischer zeigt. Hier sieht man eben, von 100 Akademikerkindern schafft es 79 zum StudienanfängerInnen, dann 64 schaffen es zum Bachelorabschluss, 43 schaffen es zum Master und 6 schaffen es zur Promotion. Und das Ganze sieht bei Arbeiterkindern ganz anders aus. Hier schaffen es überhaupt nur 27 ans Studienanfang, 20 schaffen den Bachelor, 11 den Master und nur 2 die Promotion. Und ich denke, wenn man das wie vorhin nicht nur nach Akademiker und Arbeiterkind einteilen würde, dann würde das Ganze wiederum nochmal deutlich drastischer aussehen. Das heißt, wenn man eine sozial schwache Herkunft hat, dann bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass wenn man es selbst an die Uni schafft, dass man entweder das Studium abbricht oder nur einen Bachelor mitnimmt. Und ich möchte hier kein Bachelor-Shaming machen. Bachelor sind wunderbare Abschlüsse, aber es sollte definitiv nicht so sein, dass das abhängig ist von der Herkunft. Und hier kommt dann eine weitere große Frage, die ich mich gestellt habe, weil das alles von der Herkunft abhängig ist, das ist etwas, was mir eigentlich schon seit Jahren bewusst ist. Und dann habe ich mich gefragt, hey, aber bei gleicher Leistung, also wenn man genauso gut ist in der Schule zum Beispiel wie ein Akademikerkind, dann wird man doch bestimmt gleich behandelt, oder? Das wäre auf jeden Fall der Idealfall. Aber der existiert leider nicht. Wenn man hier in die Forschung schaut, ist, glaube ich, ein interessanter Zeitpunkt die Gymnasialempfehlung bzw. die Empfehlung auf die unterschiedlichen Schulformen, die im jeweiligen Bundesland verfügbar sind. Forschung danach ist nämlich relativ schwierig. Das heißt, es ist relativ schwierig zu sagen, okay, werden die Personen tatsächlich dann gleich behandelt, wenn sie die gleiche Leistung erbringen, wenn sie dann überhaupt auf einer komplett anderen Schule sind. Das heißt, eine interessante Fragestellung, um zu erfassen, ob Kinder gleich behandelt werden, wenn sie die gleiche Leistung erbringen, ist, ob Grundschulkinder, die die gleiche Leistung bekommen, aus guten und schlechten Herkünften, ob die dann auch gleich behandelt werden. Und die kurze Antwort ist nein. Es gibt hier wirklich einiges an Forschung, aber eine Studie fand ich hier besonders interessant. Diese Studie hat sich nämlich angeschaut, wie die Wahrscheinlichkeit ist, an ein Gymnasium zu gehen, wenn man genau die gleiche Durchschnittsnote an der Grundschule hat. Das heißt, sie haben sich SchülerInnen aus unterschiedlichen sozialen Herkünften angesehen, die die Durchschnittsnote 2,0 haben. Und die Ergebnisse waren relativ ernüchternd. Die Wahrscheinlichkeit, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen für Kinder aus niedriger Bildungs- und Einkommensgruppe, war 75,5%. Die Wahrscheinlichkeit für Kinder aus der höchsten Bildungs- und Einkommensgruppe war die Wahrscheinlichkeit, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen, 96,5%. Das heißt, es gibt einen 20-prozentigen Unterschied bei exakt gleicher Leistung in der Grundschule. Also nein, bei gleicher Leistung werden die Kinder nicht gleich gefördert. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommt das alles überhaupt zustande? Welche Faktoren beeinflussen, wie erfolgreich man im Bildungssystem ist oder nicht? Und warum ist die Herkunft hier so ausschlaggebend? Und hier gibt es 3 Erklärungsansätze, die das Problem von allen unterschiedlichen Seiten beleuchten. Zum einen das soziale Umfeld der Kinder, zum anderen das Bildungssystem selbst und als dritten Ansatz die Entscheidungen des sozialen Umfelds. Wie wir am Anfang schon besprochen haben, ist die Herkunft ausschlaggebend für den Bildungserfolg der Kinder. Und ich glaube, wir können alle relativ intuitiv sagen, warum das so ist. Kinder aus höheren Bildungs- und Einkommensschichten werden nämlich einfach etwas besser zu Hause gefördert. Eltern haben Zeit, bei den Hausaufgaben zu helfen oder sie haben genug Geld, Nachhilfe zu bezahlen. Und Kinder aus diesen Umgebungen bekommen häufiger einfach mehr Möglichkeiten zu lernen und so einen ganz anderen Rhythmus mit Lernen und Lernumgebungen zu finden. Kinder bekommen also zum Beispiel Musikunterricht, sie gehen in den Sportverein, sie haben unterschiedliche Aktivitäten. Am Wochenende fahren sie in andere Städte, sehen neue Sachen und neue Menschen. Und so wird natürlich Neugier und generell Lernen einfach besser gefördert. Und diesen Effekt nennt man den primären Herkunftseffekt. Das ist also die Erfolgswahrscheinlichkeit im Bildungssystem, abhängig vom sozialen Status. Und das Bildungssystem selbst hat in diesem Kontext natürlich auch eine riesige Rolle, die sie spielt. Wir haben ja eben schon zum Beispiel gehört, dass es bei LehrerInnen einen Bias gibt. Der ist manchmal unbewusst, aber tatsächlich auch manchmal bewusst. LehrerInnen versuchen nämlich natürlich, bei ihren Empfehlungen für die unterschiedlichen Schulformen auch mit einzubeziehen, wie die Lebensumstände des Kindes sind. Merken also die LehrerInnen zum Beispiel, dass das Kind zu Hause nicht so viel Unterstützung bekommt und zum Beispiel nicht so viel Hilfe bei Hausaufgaben bekommt,
dann weiß die lehrende Person, das Kind könnte ziemlich große Schwierigkeiten am Gymnasium haben, also vielleicht lieber die Realschule. Und an sich ist das natürlich sehr verständlich und auch gut, wenn man diese Lebensumstände mit einbezieht. Nur sollte das nicht dazu führen, dass das Kind dann woanders hingeschickt wird, sondern optimal wäre es natürlich, wenn das Kind dann einfach die Unterstützung von schulischer und systemischer Seite ausbekommt. Aber das besprechen wir weiter am Ende. Das und weitere Faktoren führen dann schon dazu, dass Kinder unterschiedlich behandelt werden und auf unterschiedliche Schulen geschickt werden. Und das macht ja einen riesigen Unterschied. Denn auf welche Schule man geht, bestimmt, wie gut man sich im Leben entwickeln kann. Die drei unterschiedlichen Schulformen, die wir in Deutschland eben haben, haben ja komplett unterschiedliche Lernpläne, was objektiv alleine schon dazu führt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden. Aber durch die Separierung von Kindern in so einem frühen Alter und das natürlich auch ein wenig nach sozialer Herkunft, bedeutet es auch, dass eine andere Schulform auch eine wirklich komplett andere Umstellung an Menschen bedeutet. Das Bildungssystem und auf welcher Schule man war, hat also einen enormen Effekt darauf, wie sich junge Menschen weiterentwickeln können. Und da wir in Deutschland diese enge Kopplung haben von Schulform und Leistungsniveau, haben wir eine unfassbare Separierung nach sozialer Herkunft. Und durch diese getrennten Schulwege ist Deutschland auch einer der absoluten Vorreiter bei Chancenungleichheit. Und das nur wegen dieser komplett getrennten Schulform. Ich muss natürlich hier auch erwähnen, dass es einige Bundesländer gibt, die versuchen, das zum Beispiel etwas in die Länge zu ziehen, also zu sagen, wir sortieren erst nach Klasse 6 oder die zum Beispiel sagen, wir machen eine Gesamtschule und dann unterschiedliche Konzepte. Da gibt es schon unterschiedliche neue Ansätze, je nach Bundesland, aber in den meisten Bundesländern gibt es eben noch eine harsche Unterteilung. Der dritte Erklärungsansatz, warum soziale Herkunft so entscheidend ist, hat auch mit der individuellen Entscheidung der Personen aus unterschiedlichen Herkünften zu tun. Bekommt ein Kind aus schwacher sozialer Herkunft nämlich auch eine Gymnasialempfehlung, bedeutet das definitiv nicht, dass das Kind auch tatsächlich auf ein Gymnasium geht. Hier kommt etwas ins Spiel, was sich sekundärer Herkunftseffekt nennt. Gehört man nämlich einer gewissen sozialen Herkunft an, gibt es Probleme und Schwierigkeiten und Hürden, die man einfach immer wieder hat, wenn ein Kind auf ein Gymnasium geschickt werden soll. Das fängt mit ganz einfachen Problemen an, wie zum Beispiel, kann ich meinem Kind helfen bei den Hausaufgaben? Und wenn nein, kann ich die Nachhilfe leisten, um meinem Kind zu helfen? Hinzu kommen aber noch weitere Sachen. Wie wird der Elternsprechtag da wohl? Kann ich mein Kind fördern? Ist es diese Ressource, Zeit und Geld und so weiter wert? Kann ich da wirklich mitmischen? Und nicht zuletzt, wenn man zum Beispiel selbst als Elternteil auf der Hauptschule war und das Kind eine Gymnasialempfehlung kommt, dann ist es ja schon ein großer sozialer Aufstieg, wenn das Kind dann auf die Realschule geht. Das heißt, es gibt trotz allem, also wenn man das Kind nicht auf das Gymnasium schickt, häufig generell trotzdem einen Stolz, dass das Kind es in eine weitere und bessere Position geschafft hat. Und deswegen wird sich häufig selbst bei einer Gymnasialempfehlung sich gegen das Gymnasium entschieden. Und das lässt sich auch messen. Die Wahrscheinlichkeit, auf ein Gymnasium zu gehen, wenn man eine Gymnasialempfehlung hat, ist mit einem hohen sozioökonomischen Status 96%, mit einem mittleren sozioökonomischen Status 69% und mit einem unteren sozioökonomischen Status 17%. 17. 96 zu 17%. Das sind einfach Welten. Tja, und das bringt uns zu diesem letzten Punkt. Was jetzt? Und das ist eine super gute Frage. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir eine fette Bildungsreform bräuchten, um diese Probleme auch sehr großflächig anzugehen und sie so zu behandeln, wie sie angemessen behandelt werden können. Aber das ist natürlich ein super schwieriges Thema. Ich bin in diesem Video auch bewusst nicht komplett auf Hochschulpolitik eingegangen, denn das ist nochmal so eine ganz eigene Sache für sich. Ich habe natürlich über den Zugang zur Hochschule gesprochen, was sehr, sehr wichtig ist. Denn im Wesentlichen ist Zugang zur Hochschule der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn wir das auf alle Bevölkerungsgruppen gleich verteilen können. Und gleichzeitig Akademikerkindern auch zeigen, dass es andere Wege gibt, außer ein Studium. Aber bevor ich das große Thema Bildungsreform angehe, möchte ich zuallererst auf eine Sache eingehen, über die ich mich einfach konstant aufrege. Und das ist, dass wir die Verantwortung für diese riesigen Themen immer auf das Individuum schieben. Da ich selbst einen Bildungsaufstieg gemacht habe, habe ich mir natürlich im Studium meinesgleichen gesucht. Und viele, viele KommilitonInnen und Freunde, die auch einen Bildungsaufstieg gemacht haben. Und eine Sache haben wir alle gemeinsam. Und zwar das Gefühl, dass wir
falsch sind. Wir haben das Gefühl, dass wir die Trottel sind, dass wir die Probleme machen. Und ich habe mich auch eine lange Zeit extrem dafür geschämt, dass ich im akademischen System mich nicht so gut zurechtfinden konnte wie andere. Aber irgendwann musste ich realisieren, es liegt nicht alles 100% an mir, sondern es ist ein systemisches Problem. Individuelle Probleme sind natürlich immer ein Faktor. Aber sie sind eben nicht der alleinige Faktor um uns herum. Es gibt auch so viele systemische Faktoren, die damit reinspielen, aber die Welt um uns herum tut so, als wäre es rein nur unser Problem, als wären wir diejenigen, die falsch sind. Jede Pups-Statistik zum Thema Arbeiterkinder, Akademikerkinder zeigt, dass Arbeiterkinder es schwieriger haben, dass es da Hürden auf diesem Weg gibt. Und statt dass irgendwelche Reformen ins Leben gerufen werden und wirklich aktiv darauf aufmerksam gemacht wird, dass das ein Problem ist, wird man in diesem System sogar dafür geschämt, wenn man Mental Health Probleme entwickelt. Und ja, ich habe tatsächlich eine Professorin gehabt, die mich dafür geschämt hat, dass ich Mental Health Probleme habe. Es ist auch schon längst bekannt, dass Imposter Syndrome entsteht, weil alles um uns herum signalisiert, du gehörst hier nicht hin. Und solange wir dieses Umfeld nicht nehmen und es aktiv so strukturieren, dass es willkommen ist für Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensrealitäten, wird sich das auch nicht ändern. Und ich sage hiermit auch nicht, dass jeder studieren muss. Chancengleichheit bedeutet für mich, dass nicht nur Arbeiterkinder oder Kinder aus schwacher sozialer Herkunft besser an die Universität kommen, sondern es bedeutet für mich auch, Akademikerkindern zu zeigen, dass es andere Wege gibt außer dem Studium. Und ich sage auch nicht, dass das Studium komplett leicht gemacht werden soll. Höhere Bildung ist höher, weil sie schwerer ist. Und dazu stehe ich auch und das finde ich richtig. Aber das alleine sollte als Hürde reichen. Akademikerkinder haben es ja auch nicht super easy. Die arbeiten auch super, super hart an ihrem Abschluss. Und das sollte reichen. Es sollen dann nicht noch irgendwelche anderen Hürden hinzukommen, wie Finanzierung des Studiums, Mikroaggressionen aus dem Umfeld und fehlende Ansprechpartner, um diese Probleme irgendwie anzugehen. Es sollte unabhängig von der Herkunft möglich sein, einen Zugang zur Hochschule zu bekommen und gleichzeitig auch die gleiche Chance zu haben, dieses Studium auch zu beenden. Und das ist zurzeit nicht so. Und obwohl dieses Problem super gut bekannt ist, wird was gemacht? Was? Ich sehe nichts. Im Gegenteil, Studierende werden so häufig vergessen. Wir haben es in der Pandemie gesehen, wir haben es mit der Einmalzahlung gesehen und es ist unfassbar frustrierend. Und das, obwohl händeringend nach guten Fachkräften gesucht wird. Aber wenn es weiter so geht, dann wird es halt nicht genug Leute geben. Was könnte man hier machen? Ich gehe jetzt hier auf meine Meinung ein und das, was ich denke, was man hier machen könnte, aber es gibt unendlich viele Dinge. Hier ein paar Sachen von der Liste und diese Liste ist mit dem, was ich hier sage, absolut nicht vollständig. Man könnte zum Beispiel in Kitas schon mit der Förderung von sozial schwachen Kindern beginnen. Man könnte eine spätere Selektion auf die unterschiedlichen Schulformen machen und das nicht nach 4 Schuljahren, sondern vielleicht nach 6, 7 oder 8. Man könnte LehrerInnen entlasten, indem man zum Beispiel SozialarbeiterInnen mit in den Klassenraum bringt, damit sich LehrerInnen gezielter darauf konzentrieren können, die unterschiedlichen Stufen zu fördern. Im Studium von LehrerInnen sollte man auch tatsächlich lernen, wie man sozial benachteiligte Kinder auch am besten fördert. Das ist zurzeit überhaupt nicht Teil des Studiums und man wird überhaupt nicht auf den Alltag in der Schule vorbereitet. Die Erwartungen, die das Schulsystem an Eltern hat, und ja, es gibt sie, es gibt viele Erwartungen an Hausaufgaben, Korrekturen und so weiter, und die sollten entweder komplett abgeschafft werden, damit das überhaupt nicht existiert, oder transparent gemacht, damit Eltern auch genau wissen, wo sie ihre Kinder fördern müssen. Und wenn sie sich dann keine Nachhilfe leisten können und selbst die Nachhilfe nicht bringen können, dann muss es Programme drumherum geben, die das den Kindern geben. Es kann nicht alles von den Eltern abhängig sein. Wir sind lange nicht mehr in der Realität, wo die Mutter zu Hause bleibt und den Kindern immer bei der Hausaufgaben helfen kann. Das haben wir nicht mehr. Wir leben nicht mehr in diesem Jahrhundert. Generell wäre zum Beispiel ein Gesamtschulsystem sinnvoll, wo man also die Kinder nicht komplett unterscheidet und aus irgendwelchen Umständen rausbringt und sie nur mit seinesgleichen dann auf die Schule schickt, sondern vielleicht gäbe es ein Gesamtschulsystem, wo man einfach unterschiedliche Linien fahren kann und dann zum Beispiel auch mal mit einem Abschluss dann rausbiegen kann. Wenn dann jemand zum Beispiel sagt, boah, nee, vielleicht doch Realschulabschluss oder nee, lieber auf der Bahn bleiben und dann noch weiterhin zum Abitur weitermachen. Es kann nicht sein, dass das so abhängig ist von der Herkunft und so schwer selektiert wird. Das ist mal wieder so ein Video, wo ich wirklich nicht weiß, wie ich es beenden soll, weil es mich einfach so unfassbar frustriert und ich habe kein richtiges Outro geschrieben, wenn wir mal ehrlich sind. Wir wissen, dass diese Probleme existieren. Wir wissen schon seit Jahren, dass sie existieren und es wird einfach fast gar nichts gemacht. Ich weiß auch, dass es ein riesiges Projekt ist, eine Bildungsreform an sich zu bringen. Wir haben natürlich auch den Föderalismus in Deutschland. Ob der noch zeitgemäß und sinnvoll ist, das ist eine ganz andere Frage und sollte man vielleicht auch mal debattieren. Aber egal was,
Wir müssen mehr machen und wir müssen jetzt schon damit anfangen. Ich weiß nämlich, dass dieses System nicht von einem Jahr auf das nächste komplett reformiert werden kann. Aber wenn wir nicht jetzt anfangen, dann ist das in 50 Jahren eben auch nicht großartig besser. Nehmt dieses Thema also in euer Umfeld mit, macht darauf aufmerksam, redet mit euren Freundinnen darüber und hoffentlich gehen wir dann Schritt für Schritt nach vorne in eine bessere Zukunft.